Lutzam, hier ist der Chef-Oberboss und heute will ich euch einfach mal zeigen, wie man Vespiden für Warhammer 40.000 und zwar für die Tau relativ einfach, aber trotzdem ganz schön bemalt. Und zwar werde ich euch das an den zwei Modellen hier zeigen. Ich habe insgesamt einen 6er-Trupp. Die sind aus Zinn, das sind also alte Modelle. Die habe ich sehr lange jetzt hier auf meinem Stapel der Möglichkeiten rumfliegen gehabt. Die waren bemalt, die haben mir nicht gut gefallen. Und die habe ich dann entfärbt und werde sie jetzt im Style wie meine Tau Speer bemalen, und zwar im Sakea Septen Stil. Das heißt also so gräulich blau und schwarz und dann die Abzeichen mit Orange. Hier habe ich einfach mal ein Farbschema ausprobiert. Die Waffe und die Rüstung, die haben nämlich auch eine Rüstung von den Tau bekommen. Die muss natürlich dann so gräulich blau sein. Und das muss ich ja irgendwie noch vom Rest abheben und darum konnte ich die Vespiden selbst nicht in diesem gräulich-blau machen. Also wollte ich sie nicht so machen wie jetzt hier auf der Vorlage und darum habe ich hier jetzt so ein bisschen Türkis angemalt und ich denke, das sieht auch ganz okay aus. Der linke jetzt von denen, das ist auch ein Vespiden-Anführer. Und ja, Vespiden sind jetzt nicht meine Lieblingsmodelle, aber auf dem Schlachtfeld können die für die Tau eigentlich ganz interessant sein, weil die können schocken, die können vom Himmel fallen, was sozusagen schocken ist. Und die haben 14 Zoll Bewegung und haben hier diesen Neutronenblaster, der 18 Zoll mit Stärke 5 und Armor Piercing minus 2, Damage 1, ganz gut reinhaut. Also gerade gegen irgendwelche gut gerüsteten Space Marines oder sowas sind die eigentlich ganz nett. Die haben Sturm 2. Also wenn man da kann man mit 14 Zoll kann man ziemlich weit nach vorne fliegen und da mal dann eine Einheit Space Marines oder sowas behaken. Also sie kosten 11 Punkte pro Modell, also relativ günstig. Jetzt ein Tau XV25 Ghost, der kostet mit Fusionsblaster, der natürlich noch ein bisschen besser ist von Werten, also ziemlich viel besser, der hat Stärke 8, Durchschlag minus 4 und Damage W6, der kostet aber 28 Punkte und die können nur 8 Zoll fliegen. Also das ist so ein kleines Mittelding, finde ich ganz interessant eigentlich. Grundiert wurde das ganze Modell mit Skull White oder White Scar, also mit einem hellen Grundierungsspray. Und als erstes fangen wir mal an mit Contrast Athermatic Blue. Und mit dieser Farbe malen wir das komplette Modell, was echt sehr flott geht. Außer der Waffe und hier diesem Panzer. Also dem Tau-Panzer. Also auch hier die Beine. Hier diese Stachel, mit dem sie auch im Nahkampf zuschlagen können. Und natürlich hier auch der Kopf und diese, wie heißen sie denn? Mir fällt es bestimmt noch ein. Danach sollten die so aussehen. Das sieht mir schon ganz cool aus. Beim Anführer mal genau das gleiche, nur muss man jetzt hier aufpassen. Der Kopf, der hat nämlich jetzt so einen Tauhelm an. Das ist auch alles die Taurüstung und der hat so Tauhandschuhe an. Also der wurde verbessert sozusagen. Also malen wir nur drumherum. Kann man ruhig viel Farbe nehmen. Das
Kontrast oder die Kontrastfarbe, die läuft hier schön in die ganzen Rillen rein und bildet auch überhaupt keine Flecken. Also bei so Figuren, da kann man Kontrast super gut anwenden. Wenn da jetzt viele glatte Flächen wären, dann wäre es ein bisschen problematisch. Aber hier ist es echt cool. Und so sehen die beiden aus. Man sieht also bei dem Anführer, der hat deutlich mehr Tau-Ausrüstung als der linke. Und von hinten sehen sie fast gleich aus. Wenn alles gut getrocknet ist, müsst ihr wirklich aufpassen, weil die Kontrastfarben oder auch Washes sind immer sehr, sehr feucht. Dann nehmen wir Contrastadon Türkis. Und damit bemalen wir jetzt alles, was hier so leicht stachelig ist. Also jetzt hier an den Händen. Da gehen wir einfach drüber, über die andere Farbe. Hier auf den Knien. Nur gucken, dass es dann nicht runterläuft. Das war hier ein bisschen viel. Dann hier auf den Füßen. Dann hier an der Seite. Und hier hinten das ganze Ding. Also nicht die Flügel, sondern nur dieses Rücken, wie auch immer das heißt. Beim Space Marine hätte ich jetzt Rückenmodul gesagt. Und hier diese Schulterpanzer, die bemalen wir auch noch mit dem Terradon Türkis. Auf beiden Seiten natürlich. Und als letztes bemalen wir hier noch diesen Flügelknochen von hinten und von vorne. Das sieht nur ganz cool aus, finde ich. Und so sieht dann der Anführer aus, genauso wie der andere auch. Und hier diese Ellbogenschoner, die werden auch in der Farbe angemalt. Als nächstes nehmen wir Contrast Space Wolves Grey und bemalen jetzt vorsichtig alles, was jetzt noch weiß geblieben ist. Also das sind die ganzen Rüstungsteile und die Waffe. Am besten erstmal alles, was so in der Ebene jetzt liegt, also auch hier die Rüstung, und dann erstmal so horizontal trocknen lassen. Ich muss auch dazu sagen, die Modelle, die waren super dick bemalt. Und ich glaube auch mehrere Schichten. Und irgendeine Schicht war nicht sehr gut lösbar, als ich die entfärbt habe. Und die Modelle sind jetzt nicht so optimal geworden. Also wenn es jetzt komplett neue Modelle sind, dann sind auch alle Details komplett vorhanden. Da laufen dann auch die Farben auch besser in den Modellen. Das ist jetzt ganz okay, aber es geht auf jeden Fall noch besser. Beim Anführer sind jetzt größere Flächen. Können wir auch einen größeren Pinsel nehmen. Hier sind die Details auch ganz okay. Und da bemalen wir jetzt erstmal hier den ganzen Helm. Der hat hier auch über seinen Fühlern sozusagen die Antennen von den normalen Taukriegern. Die sehen genauso aus. Das ist ja das Coole an den Tau. Die geben den anderen Völkern wenigstens die Möglichkeit, für das höhere Wohl dann mitzukämpfen. Und dann werden sie sogar mit Technologie ausgestattet. Im Gegensatz zum Imperium, die dann alles, was alienmäßig ist oder sowas, ablehnen und dann vernichten. Also die Tau sind voll nett.
Und auf der Rückseite haben wir hier noch so einen Energietornister, der die Waffe mit Energie versorgt. Also man kann sagen, die Tau kümmern sich um ihre Verbündeten und passen sogar die Technologie dann auf die einzelnen Völker dann auch an. Wenn alles gut getrocknet ist, nehmen wir als nächstes Retributor Armor. Und damit bemalen wir dann den Pulskern der Waffe. Mit ein bisschen Wasser verdünnt. Und ich habe mir gedacht, damit man noch ein bisschen mehr bemalen kann, bemalen wir hier noch dieses Teil hier von der Waffe mit Gold. Bei den Nicht-Bossen ist es ein bisschen kleiner, die Spitze. Ich glaube, es sind aber trotzdem die gleichen Waffen. Während das Retributor Armor trocknet, nehmen wir jetzt Wrathbone und bemalen ganz vorsichtig hier so die Krallenfortsätze. Und die Zähne. Und die haben hier noch so einen kleinen Stachel, den sieht man kaum. Der wird auch noch damit bemalt. Wenn es Gold getrocknet ist, dann nehmen wir Akrax Earthshade. Und damit waschen wir einfach hier so ein bisschen drüber, über das Gold. Wer Lust hat, könnte jetzt auch direkt Wrathbone mit waschen. Ich werde dazu aber Skeleton Horde nehmen. Aber Akrax Earthshade ist eigentlich fast genauso. Und wenn das gut getrocknet ist, dann nehmen wir Contrast Skeleton Horde und gehen damit über die ganzen Krallen und Zähne drüber. Gut, der hat jetzt gerade keine Zähne. Dafür hat er einen größeren Stachel als die anderen. Ist ja auch der Anführer. Also wie gesagt, das hättet ihr jetzt auch einfach mit Akrax Earthshade machen können. Und hier die Fußkrallen auch noch. Und bei dem genau das gleiche, die Krallen. Dann diese kleinen Antennen. Und hier über die Zähne gehen wir einfach so drüber. So, das wieder so trocknen lassen. Und wenn das Skeleton Horde getrocknet ist, gehen wir nochmal mit Wrathbone und ein ganz kleines bisschen Wasser verdünnt. Gerade so noch ein bisschen drüber. Aber nicht überall, sondern nur über die Hauptkante. Als nächstes nehmen wir Fiery Orange. Und damit bemalen wir hier ein paar Chitin-Panzerteile. Könnt ihr euch frei auswählen, welche ihr nehmt. Hier beim Schulterpanzer mache ich den mittleren. Das sieht ganz cool aus. Und trocknen lassen. Und wenn das dann fleckig noch ist, dann geht man nochmal drüber. Und wir nehmen das auch für die Augen. Die haben 6 Augen. Ganz klein. Und nehmen es auch noch hier für diese Punkte auf diesen Chitinpanzern. Und wir nehmen noch die Farbe, um hier ein paar Verzierungen auf der Waffe anzubringen. Wir schichten also die Farbe jetzt hier drüber und wenn die nicht direkt deckt, jetzt wie hier beim ersten Mal, trocknen lassen und noch einmal drüber gehen.
Und die kriegen natürlich noch eine Einheitenmarkierung auf die Waffe. Wie die Tau auch, die anderen. Die gehören alle zum gleichen Trupp. Und der Knopf wird dann orange. Und beim Anführer habe ich das genauso gemacht. Und hier vorne dieses Tau-Emblem wird auch noch orange gemalt. Bei dem habe ich hier auch noch die Handschuhe, noch das Mittelteil auch noch orange gemalt. Und der hat noch das Einheitenabzeichen hier bei seiner Antenne aufgemalt gekriegt. Ja, und jetzt sind die eigentlich auch schon fertig. Ganz einfache... Alles gut? Ganz einfache Bemalung und da hat man schnell den Sechser-Trupp angemalt. Und wenn alles gut getrocknet ist, könnte man noch mit einem weißen Buntstift, das ist jetzt ein Faber Castell, noch die Kanten von der Rüstung nachziehen. Muss man aber nicht, das ist nur optional. Ist jetzt hier auch nicht so schön, weil durch das Entfärben die Oberfläche ein bisschen rau ist. Aber bei euren Modellen, die komplett neu sind, da sollte das kein Problem sein. Das Base machen wir wie bei den anderen Taukriegern auch. Das heißt also einfach schwarz bemalen, vorher besanden, dann Mechanico Standard Grey Trockenbürsten und dann nochmal mit Longbeard Grey Trockenbürsten. Dann sieht er so aus. Und passt auch gut zu den anderen Tau. Die Hautfarbe sozusagen, die ist viel heller, aber die Rüstung und die Waffe ist dann die gleiche Farbe wie auch bei den Tau-Speeren. Und so gehören die dann zusammen, auch mit den Orangetönen passt das auch sehr gut. Jo, und das war es auch schon wieder beim Chef Uberboss. Ich hoffe, die kurze Bemalung, weil viel war es ja nicht. Hat euch Spaß gemacht. Ich würde mich über eure Bilder freuen. Die könnt ihr mir an chefuberboss75@gmail.com schicken. Und ich freue mich auf euer Feedback über einen Daumen hoch und würde sagen, bis zum nächsten Mal beim Chef Uberboss. Macht's gut. Tschüss.